Vermarktungspotenziale Dresden.de Domain und hier ist ebenso Einreicher die AfD-Fraktion. Herr Braun, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Bürger, nutzen Sie Ihr E-Mail-Postfach bei T-Online, bei gmx, web.de oder Google. In Hamburg und auch in Köln könnte Ihre E-Mail-Adresse enden mit @hamburg.de oder @köln.de. Die beiden Städte bieten interessierten Bürgern und Unternehmen spezielle E-Mail-Postfächer an. Wieso nicht auch in Dresden? Mit unserem Antrag wollen wir die Potenziale für eine entsprechende Umsetzung in Dresden untersuchen. Wenn sich das Ganze lohnt, natürlich auch in wirtschaftlicher Hinsicht, dann sollte auch die Landeshauptstadt Dresden diesen Service anbieten. Denn trotz zahlreicher werbefinanzierter Konkurrenz am Markt konnte der Hamburger Internetauftritt nach anfänglichen Investitionen kostendeckend gestaltet werden. Vielleicht mal für die CDU, das müssen also nicht Private machen, das kann also durchaus auch die Stadt machen. Hamburg, Herr Kaaten, hat es bewiesen. Welchen Mehrwert bietet eine @dresden.de E-Mail-Adresse für die Bürger, außer der Namensendung ihrer wunderschönen Heimatstadt? Das E-Mail-Postfach bietet informellen Mehrwert zu Ereignissen der Stadtgesellschaft, aber es bietet auch Möglichkeiten zur Authentifizierung der Nutzer, was bei zukünftiger digitaler Verwaltung von großer Bedeutung sein kann. Und auch für Unternehmen kann es interessant sein, über eine Dresden.de-Adresse zu verfügen. Für die Landeshauptstadt Dresden jedenfalls steigert es die Attraktivität und Reichweite der Internetseite dresden.de. Geht man diesem Vorschlag richtig an, ist es weit mehr als ein lokalpatriotisches Projekt, sondern ein Schritt in Richtung Zukunft für eine bürgernahe digitale Verwaltung, die zahlreiche Dienstleistungen aus einer Hand anbietet. Dafür sollen sich der Eigenbetrieb IT, das Amt für Wirtschaftsförderung, die COM24 GmbH sowie die Dresden Marketing GmbH an einen Tisch setzen, um ein ansprechendes und nutzerfreundliches Webmail-Portal zu entwickeln. Geprüft werden müssen die technischen Voraussetzungen auch für das Senden und Empfangen von E-Mails, die Wirtschaftlichkeit des Betriebsmodells, die Potenziale für Reichweite und Vermarktung und vor allem ist zu prüfen, wie damit eine Erleichterung für die Nutzer bei der Kommunikation mit den Ämtern der Landeshauptstadt Dresden geschaffen werden kann. Beispielsweise bei Vorgängen, die eine Authentifizierung erfordern. In der Realisierung läge ein besonderer Vorteil des Angebots. Die Bürger könnten zukünftig ohne Papierstapel am besten vom Smartphone aus all ihre Behördengänge erledigen, Anträge einreichen und als PDF erhalten. Wenn Dresden ein Vorreiter im Bereich Digitalisierung sein will, dann sollten wir jetzt die Chance nutzen und die @dresden.de E-Mail-Adresse für alle Dresdner Bürger auf den Weg bringen. Abschließend sei noch angemerkt, dass in unserem Antrag eine Vorlage des Konzeptes für den Stadtrat bis zum 30.06.2023 erfolgen soll. Mit Blick auf den Kalender würden wir eine Änderung auf den 30.06.2024 vorschlagen. Herzlichen Dank. So, dann habe ich eine übersichtliche angemeldete Rednerliste. Deswegen würde ich mal auf die Fraktionsrunde verzichten, sondern nur mal die beiden Angemeldeten aufrufen. Herr Kaaten, Herr Aschenbach in der Reihe. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass wir heute mal das Digitalisierungsthema im Rat streifen, ein aus meiner Sicht sehr, sehr wichtiges Thema und gleichzeitig ein viel zu wenig hier im Rat diskutiertes Thema. Ich glaube, da haben wir in Dresden, im Freistaat Sachsen, deutschlandweit doch erhebliche Potenziale und wir sind bei vielen Digitalisierungsthemen nicht auf der Höhe der Zeit. Ich habe mir diesen Antrag sehr genau durchgelesen. Wir haben auch in der Fraktion darüber diskutiert. Die Vorzüge wurden ja heute noch mal vorgestellt. Ich bin insgesamt da relativ
skeptisch, auch deshalb, und Sie hatten es eingangs erwähnt, es gibt ja am Markt eine ausreichende Anzahl von Anbietern, die uns entsprechende Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Insofern muss man sich schon fragen, ist es jetzt kommunale Aufgabe, ein Webmail-Portal zu betreiben? Ich denke, auch die im Antrag bereitstellenden Kommunen, die hier genannt worden sind, wie Hamburg und Köln, überzeugen mich ehrlich gesagt nicht. Da verfahre ich auch gerne mal nach dem Grundsatz, nicht alles, was aus dem Westen kommt, ist gut. Vieles ist gut, aber in dem Fall ist es vielleicht kein so guter Hinweis. Worum geht es eigentlich bei der Digitalisierung aus Sicht unserer Fraktion wirklich? Worauf sollten wir unsere Ressourcen konzentrieren? Weil sie sind endlich sowohl Fachkräfte als auch externe Partner stehen nur im begrenzten Umfang zur Verfügung. Wichtig für uns ist, dass wir es in der Stadt endlich schaffen, vom Antrag bis zum Bescheid durchgängig zu digitalisieren. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass unsere Bürger, unsere Unternehmen die Möglichkeit haben, ihre Anträge online digital zu stellen. Und zwar nicht so, dass man ein PDF-Dokument runterlädt, das irgendwie noch ausfüllt, ausdruckt und per Brief verschickt und dann sitzt jemand in der Verwaltung und muss dann nach diesem Medienbruch das Ganze erneut abtippen. Nein, ich meine damit digitalisierte Anträge, die ich auf dresden.de finde, die ich auf Amt24 finde, die ich auf sogenannten Einer-für-alle-Plattformen finde, wo ich mein Anliegen letzten Endes in eine Bildschirmmaske eingeben kann, wo ich ein Antragsverfahren auch mit elektronischen Mitteln bezahlen kann, Stichwort E-Payment, Kreditkarte, PayPal muss möglich sein, wo die Antragsdaten über eine gescheite Schnittstelle in eine Fachsoftware überführt werden kann, wo ich dann in der Verwaltung darauf setze, dass das Ganze digital komplett verarbeitet wird und am Ende dem Bürger oder dem antragstellenden Unternehmen auch ein elektronischer Bescheid zugestellt wird, und zwar in einem elektronischen Postfach. Das ist das, worum es am Ende geht, und da wird uns auch ein Webmail-Portal nicht weiterhelfen, sondern das ist digitale Verwaltung, wie wir sie uns vorstellen, und ich finde, darauf sollten wir uns konzentrieren. Ich will damit das Thema Webmail-Portal überhaupt nie in Bausch und Bogen zerreißen, darum geht es mir gar nicht. Insofern, das will ich gar nicht kleinreden, aber es ist aus meiner Sicht aktuell kein Thema, worauf wir uns konzentrieren sollten, sondern wir sollten uns darauf konzentrieren, dass unsere Bürger und unsere Unternehmen ihre Anträge elektronisch stellen können und dass wir sie komplett über eine Antragsstrecke bis zum Bescheid bearbeiten. Das ist das, was in den nächsten Jahren wichtig ist. Vielen Dank. Und jetzt Herr Aschenbach. Vermarktungspotenziale der Dresden.de-Domain besser nutzen. Webmail-Portal für Dresden. Endlich mal ein AfD-Antrag, den ich richtig gut finde. Die AfD kam auf die hervorragende Idee, die offizielle Dresden.de-E-Mail-Adressen für jedermann zugänglich zu machen. Jawohl, rufe ich und überlege schon mal, an welchen Stellen es richtig Spaß macht, als Stadtverwaltung aufzutreten. Als Satiriker gehört es zum normalen Geschäft, sich hin und wieder als jemand anderes auszugeben. Ein bisschen frage ich mich, wen die Rechten damit reinlegen wollen. Mit Humor hat es wohl nichts zu tun, aber was kümmert's mich? Hervorragender Antrag, ihr Pappnasen. Meine Stimme hat er. Wird weiterhin das Wort gewünscht? Schlusswort gewünscht? Nicht der Fall. Dann doch. So, dann kämen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Der ist ablehnend. Also wer den ablehnenden Ausschussbericht teilen möchte, müsste mit Ja stimmen. Ja-Stimmen. 15 Nein, keine Enthaltung. Damit ist der negative Ausschussbericht angenommen. Wir kommen zum nächsten Tag.